Bullseye. So, und jetzt haben wir 27 Stürme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müssen 4 Stück loswerden. Torregrossa kann bleiben, von mir aus. Wobei, ganz ehrlich, der nimmt halt eher Geld weg. Auch da haben wir für 2,9 geholt, ganz ehrlich. War dafür ein super Einkauf. 2,9 geholt, jetzt verkaufen wir ihn für Geld. Was definitiv mehr ist, wieder. Nach Italien, in die zweite Liga, zu Cagliari. Nee. In die erste Liga, zu Brescia, Turin, okay. Nach Venezuela? Nee, nach Österreich. Hätte er klappen können. Ägypten, yes. Angebot von 8,5, mega, mega. So, dann haben wir Lobete, theoretisch Marton. Also auf jeden Fall den hier Caricaburo. Der 54er ist halt zu schlecht, ganz, ganz klare Geschichte. Und für den jetzt auch noch Geld kassieren, das ist natürlich super. Komm, wer sucht denn keine Stürmer? Irgendwie sucht nicht jeder ein bisschen Stürmer. Burkina Faso, komm. Die suchen doch sogar einen Stürmer. Dänemark, nee, El Salvador. Oha, ist dann. Let's go. So. Arzak wird wegkommen, aber verliehen, weil der ein Jugendspieler ist, der jetzt hochkam, okay. Dann geht auch David in die niedrige spanische Liga. Das Gehaltsbudget, 50 gehen maybe. Vielleicht immer noch das Gehaltsbudget. Komm, da finden wir doch schon einen Verein, von dem man das Gehaltsbudget nicht sprengt, oder? Mit 50% einfach nur. Come on. Muss ich doch wer finden lassen. Okay, für 30. Digga, für 30 muss ich aber doch finden lassen. Ganz ehrlich. Okay, das ist das Transferbudget. Jetzt ist es das Transferbudget. Irgendwer muss doch 17.000 haben, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, come on. Das Gehaltsbudget kann er nicht springen, Digga. Ganz ehrlich, du zahlst schon nur 20% deines Gehalts. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh, da haben wir wen. So, das sind jetzt drei, oder? Jetzt haben wir den noch hier. Lozano. Die beiden werden wahrscheinlich spielen, ne? Da haben wir John Bautista, wäre ein guter Backup natürlich, ne? Weil er ein bisschen älter ist. Und dann halt noch Marton vielleicht als Backup. Und dann werden wir den noch los, weil er ein bisschen jünger ist und vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bringt. Okay. So, dann sieht das doch, wenn die sich jetzt alle vertraglich auch noch einigen können, gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, dann haben wir komplett ausgemistet, ne? Dann sind wir, glaube ich, wirklich jeden losgeworden, den wir loswerden wollen. Jetzt müssen wir natürlich gefühlt alles annehmen. Den werden wir kontern. Das ist der einzige, den wir kontern werden. Weil wir da von Gladbach schon ein gutes Angebot haben. Können wir mal gucken, ob das gescheitert ist oder nicht. Ob irgendwas gescheitert ist. Das ist der einzige, den wir gekontert haben, ne? Ist gescheitert. Okay, dann müssen wir das von Gladbach annehmen. Dann müssen wir das von Gladbach auf jeden Fall annehmen. Guti, gut zu wissen. Haben wir Blickfeld noch genug? Ja, oder? Ja, safe, safe. Safe. Gut. Genau, dann nehmen wir nämlich das hier an für 12 dann.
Hier, yes, yes. Teamwork ist wichtig, Fitness ist wichtig, ein bisschen Taktik ist nicht verkehrt. So. And we want it now. Dann gehen wir auch mit einem gut eingespielten Team dann in die neue Saison. Okay, irgendwer ist verletzt. Der geht doch, glaube ich, sowieso, oder? Also werden wir ihn loswerden. Yes, 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 yes. Dann kassieren wir tatsächlich auch ein paar Euros, ne? So, die Leute sind auch im Urlaub wieder da. Das ist super. Einige sind schon gewechselt. Ich weiß nicht, ob wir aber halt irgendwo dann jetzt noch einen Jugendspieler hochziehen können bzw. müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich genau den 22-Mann-Kader aufgestellt für die zweite. Vielleicht in einer Position oder so, bin mir nicht sicher. Hier hatten wir jetzt ein Links-Backup, ne? Yes, yes, yes. Gut, können wir vielleicht... Ja doch, genau, haben wir. Marke Lanz, ja. Yep, 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 yep. Sehr schön. Longstop wird spielen mit Merino, das ist auch sehr schön. Es wird halt tendenziell eher Maldini spielen. Das wird so die Startelf werden, glaube ich. Für die Saison. Ich glaube, so werden wir größtenteils reinstarten. So ist der Plan. Longstaff habe ich gute Hoffnung, dass der sich recht gut weiterentwickeln wird. Tatsächlich. Ja, das andere werden wir sehen. So. Dann gehen wir mal ins erste Freundschaftsspiel rein. Ihre Mannschaftsführung findet einen großen Anklang. Danke. Yes, 2, 3, Verletzung, super. Kamara direkt verletzt. Wenn der lang verletzt ist, flippe ich aus. Yes, 7-0, come on. Sehr schön. 4 Tore Isaac, 2 Fati. Ansu Fati. Sprunggelenksverletzung. Come on, das sind nur 2 Wochen maximal, oder? Das ist einer der Jugendspieler, glaube ich. Zwölf Tage, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Das ist okay. Grounding deep in my sea of glory. So, wie sieht denn die zweite jetzt mittlerweile aus? Ja, wird schon besser, ne? Da sind noch ein paar, offen hier. Tatsächlich, aber es wird besser. Es wird besser. So, Würz geht zu Chelsea für 61. Das ist ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Miguel zu Benfica. Turrientes haben wir gerade verkauft. Wir haben einige gerade verkauft tatsächlich. Haben aber auch gut Geld dafür kassiert, ne? Batshuayi zu den Rangers. Mhm. Changes violently. Changes. Ich habe auch gar nicht wirklich geplant, das Geld jetzt zu investieren. Potenziell halt. Eher in Infrastruktur. Wir haben jetzt 40 Mio. Vielleicht brauchen wir wirklich einfach nur Infrastruktur aus dieser Saison. Müssen wir mal gucken. Also Anne, was das noch in Verhandlung ist, wird wahrscheinlich eher die Verkäufe sein, ne? Wir lehnen jetzt den Rest erstmal ab, tatsächlich. Da sind wieder 4 weg. Sehr schön, damit haben wir nur noch 2 offen. Können wir gleich mal gucken, da müssten wir... Wenn wir die Dinge jetzt voll haben, hier 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir noch 2 zu viel. Theoretisch. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie Vertragsverhandlungen gescheitert sind oder so. Okay, die beiden sind weg. Da müsste jetzt alles abgeschlossen sein, was aktuell offen war, ne? Yes. Gut, dann haben wir noch 2 zu viel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 IVs. Das heißt, wir haben sogar einen IV-Slot offen. Stimmt. Das war wir den einen, der sowieso schon Biester war, aussortiert haben. Das heißt, wir haben sogar 3 zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ZMs. Wir haben 3 auf der rechten Seite. Da ist einer zu viel. Und das war's. Okay, auf jeden Fall haben wir 3 auf der rechten Seite. Ne? Das ist einer zu viel. Canales, Romero, Nataide.
Würde ich tatsächlich wahrscheinlich Atreide verleihen. Wobei der ist jünger und ist genauso gut, ne? Vielleicht er kann Nahles verleihen. Nee, wohl nicht. Okay. Verstehe ich nicht, aber okay. Gehaltsbudget. Wir gucken jetzt mal trotzdem hier Segunda Division durch. Vielleicht ist er irgendwer dabei, dass ich das leisten kann. Ansonsten gehen wir vom Gehalt ein bisschen runter. Sieht jetzt nicht so aus. Okay. Dann gehen wir halt auf 50% Gehalt. Springt immer noch das Gehaltsbudget. Sag mal, habt ihr alle gar kein Geld, Digga? Okay, teilweise halt auch Transferbudget. Let's go. So, dann haben wir immer noch 6 ZMs, ne? 2 OMs. 4 Stürmer. 2, 2 hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6 ZMs ist zu viel. Wir brauchen natürlich nur 4. Haha. Wir brauchen natürlich nur 4. Der muss natürlich weg, ganz klar. Okay, den haben wir irgendwie angebracht. Und dann werden wir Castagno wahrscheinlich verleihen, ne? Wird es nicht schaffen, sich hier durchzusetzen. Dementsprechend kann er es dann woanders versuchen. Okay, Gehaltsbudget schon wieder, ne? Zack, 50. Wird es doch irgendwen geben, der sich den leisten kann, oder? Hey, yo. Oh, ich dachte kurz. Mann. Yes, sehr schön. Gut, dann sollten wir hier ausgeräumt haben und dann können wir einen Innenverteidiger theoretisch, hätten wir Platz. Peralta muss sowieso hoch. Also kriegt der aktuelle Saison, zweite Mannschaft, 40k. Vielleicht hat er Interesse. Wenn nicht, müssen wir gucken, was wir da machen. Might be the last ones that I've heard. Sehr schön. Die zwei noch weg. Yes. Der, wenn sie jetzt dann auch mit irgendeinem Verein einig wird. Super, dann haben wir komplett ausgemessen. Die Kaderplanung für beide Teams durch. Matthew Ryan schon wieder verletzt. Uiuiui. Uiuiui. Wird halt 80, ne? Mit 19. Krank. Absolut bescheuert. So, hier. Theoretisch könnte ich dem wieder sagen, Vertrag durch wieder. Der hat sich immer noch nicht mit seinem imaginären Streitpartner vertragen, ne? Longstaff hat gut trainiert anscheinend. Das ist sehr, sehr schön. Carlos Fernandez. Körperlichstärke werden. Maldini. Super letztes Spiel. Sehr schön. Alles, was positiv ist, ist positiv. Okay. Dann haben wir da noch ein paar haben wir noch. Das ist alles super. Da wollte ich gucken. Der einzige, der geliehen ist, ist Fatih. Wir haben die Kaufoption natürlich schon gezogen. Wir haben auch sehr, sehr viel Geld tatsächlich. Oha, Remiro verlängert. Sehr schön. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Er bekommt natürlich eine Option. Die feste Ablöse nehmen wir raus. Auch wenn wir in Spanien sind. Mit 4% maybe. Zu 0 Bonus von 10k von mir aus. Kriegt aber nur eine Auflaufprämie von 5. Ich komme nämlich nochmal ein gutes Stück hier runter. Wobei er kriegt eine Mio auf die Kralle.
Er ist Stammspieler. Ich genau 4 mir. Stammplatzgarantie? Gucken wir mal. Gucken wir mal und hoffen mal. Von den drei hat noch keiner das Karriereende angekündigt. Noch hält sich David Silva ganz gut, möchte aber auch nicht verlängern. Wie sieht es mit Nacho aus? Nein, Iaramendi würde verlängern. Wir machen mal ein Jährchen. Länger würde ich jetzt gerade nicht machen. Vielleicht auch ist immer ein bisschen Benefit für uns. Ergänzungsspieler. Genau, dass er mit dem Gehalt ein bisschen runtergeht. Das war meine Hoffnung. Wir machen, du spielst auch mal in der ersten Mannschaft, weil, wer weiß, vielleicht spielt er nächstes Jahr wirklich in der zweiten. Bei 1,8, da kriegt er eine Mio weniger als vorher. Das ist gar nicht so schlecht. So, nächste Saison sieht das schon ganz anders aus, weil dann läuft plötzlich euer Sabal aus. Möchte Arthur nicht verlängern. Elustondo würde verlängern. Das ist sehr schön. Gucken wir gleich mal. Auch hier feste Ablöse raus. Ganz klar. Stammplatzgarantie. Yes. Uff. Okay, dann halt die Klausel, ne? Was hat denn Führungsqualität? Ich hätte tatsächlich gar nicht so krass was dagegen, dass der Kapitän wird, früher oder später, ne? Gerade wenn David Silva dann weg ist. Wäre tatsächlich wirklich eine Option, ne? Vielleicht nur 2 Jahre? Yes. Aber ich würde gern auf 5 runter, um ehrlich zu sein. Uiuiui. Das reißt halt auch nicht raus. Uiuiui. Auf 5,5 zumindest. Oha. Digga. Uiuiui. Das ist mir gerade zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht es mit Isaac aus? Okay, möchte gerade nicht. Was hat denn jetzt an Führungsqualitäten tatsächlich? 3. Uff. Uff. Kamara. Longstaff. Diallo. Diallo würde verlängern. Ding, 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 ding. I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints. Not bad, not bad. Nehmen wir mal so mit. Zweite Mannschaft wollte ich eigentlich gucken. Das war eigentlich das, was ich primär gucken wollte. Hoch. Nur zweite. Ja. Auch da ist nichts Besorgniserregendes. Der geht ja sowieso, ne? Ja. Ja. Ja, das ist okay, das ist okay. So, erste Mannschaft. Zack. Es wird wieder Maldini spielen. Ansonsten. Longstaff. Bam. Und. Kamara ist verletzt. Schade. Aber Abfahrt. Attenzione, please. Attenzione. Keine Verletzung diesmal, bitte. Yes. 8-0. Keine Verletzung. Maschinen. 3 für Isaac. 2 für Merino. Kalulu mit 2 Vorlagen. Yep, 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 yep. Sehr, sehr nice. Ja, bitte. Bitte einig dich doch mit irgendwem. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Guti, der IV ist in der zweiten. Sehr schön. Das ist dann auch die planungstechnisch durch. Das einzige ist der hier Goiko Echea muss noch weg. Der muss sich nur mit irgendwem vertraglich einigen. Ansonsten sieht die gut aus, ne? Gefällt mir sehr gut, die zweite. Die sind jetzt wirklich in der dritten, ne? Die A und die B sind aber beide in der ersten geblieben irgendwie. Okay. Okay. Oha. Jurrien Timber zu Real Madrid. Oha. Dafür geht René hier nach Brasilien, zu Flamengo. Okay.
Der Österreicher? Nee, Schweizer. Das ist St. Gallen. Digga, ja, weil St. Gallen in Österreich ist, Digga. Genau. Talisker zu Brügge. For a white guy. Staphylidis zu Hamburg. Okeke zu Inter. Not bad, not bad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Yes, dann ist der andere auch weg. Sehr, sehr schön. Müdie. Also das wäre es. Oha. Hat aber 76, ne? Not bad. Not so fucking bad. Es sind noch ein paar gute Jugendspieler dabei tatsächlich, ne? Gerade wie sieht nicht so schlecht. Ist auch mit 61 nicht so krass. Kammerwinger ist also super krass unterwegs, ne? Wird sowieso. Demir auch. Überhaupt 70 in dem Alter, ne? Reischl ist halt der andere. Ja gut, hat er auch 70, ne? Wobei, ne, wissen wir nicht. Wird weniger haben. Das ist einer der Leute, die wir jetzt gerade nicht fertig gescoutet haben. Never mind. Nö. Als Florenz ist an wem? Müldür interessiert. Diallo unterschreibt mit einem Vertrag. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Wer hat sich jetzt verletzt? Ah, dann ist das IV. Schade. Schade Marmelade. Attenzione. Oh, diesmal kein 8-0. But they drew a 31. Nee, diesmal war es nur ein 2-0. Fatih und Merino wieder. Merino, viele Tore geschossen jetzt in der Vorbereitung bisher, ne? Krass. Sprache, ja, ich bin dabei, Digga. Ich bin dabei. Ne? Ich bin dabei. Yara Mendy verlängert. Sehr nice. Das laufen nur noch drei aus Silva. Remiro und Monreal. Wobei Remiro noch im Raum steht. Mit dem sprechen wir gerade noch. Beziehungsweise dem haben wir das Angebot vorgelegt. Er unterschreibt. Sehr, sehr schön. Raufasertapete. Damit laufen nur Silva und Monreal aus. So, zweitbester. Nee, nicht zweitbester. Acht bester Kapitän, wenn man es genau nimmt, mit David Silva. Bester Captain ist Navas und Benzema hat 10er Führungsqualität. Was? Krass. Okay, Bürogebäude wird wieder ausgebaut, ne? Können wir durch den Bauhof auch noch machen. Dann können wir aktuell nochmal zwei Pro-Dingsi machen. Oha, Saragossa. Ist ein toughes erstes Los, tatsächlich, ne? Also für ein erstes Los nicht gerade easy. Gucken gleich mal wegen den Frustrationen. What you think you say? Porto, yes, sehr schön. Kalulu, sehr schön. Vielleicht mehr Verantwortung? Okay. Natürlich, dazu ist nie irgendjemand der Typ, ne? Sehr schön, jetzt machen wir wieder alle Krafttraining. Nice. So, wer ist frustrated? Kamara, Chema und Stordaloth. Okay. Alles nicht so wild. Unfaire Gehälter. Maldini. Maldini ist unfair bezahlt anscheinend. Und Porto ein bisschen. Porto können wir vielleicht so machen, ne? Nee, können wir nicht. Maldinis Vertrag können wir verlängern. Oh ja, 600.000 ist ein bisschen Belastung gerade, ne? Ich glaube, 2,6 ist gar nicht so schlecht.
Was ist denn der bestbezahlteste, an dem man sich misst? Monreal mit 2,6. Ja. Pass auf, dann ist plötzlich Carlos Fernandes unterbezahlt. Dann fühlt sich plötzlich Carlos Fernandes unterbezahlt wahrscheinlich, wenn er es dann nimmt. Aber dann ist es halt so, ne? Man kann es ja nicht jedem recht machen. So, bin sofort wieder da. So, Anaitutsasuna, Dingsi Bumsi. Vielleicht mit der zweiten Karte spielen. Bis auf Matthew Ryan. Sie ein bisschen. Oha, Monreal ist IV tatsächlich jetzt, ne? Longstaff nicht, weil der jetzt eigentlich in der ersten Reihe ist. Hier. Porto auch. Ne, Kalulu ist nicht RM, dachte schon. Carlos Fernandes und Sorloth. Let's go. Muss mal gucken, was gleich der Beschwerdepunkt ist. Wahrscheinlich, dass ich irgendeinem sehr guten Jugendspieler noch keinen Vertrag angeboten habe oder so, ne? Das ist zu alt, natürlich. Meine Jugendmannschaft ist wieder zu alt. Klassiker. Absoluter Klassiker. Er sieht so motiviert aus. Er sieht so motiviert aus, Digga. €7 Millionen muss man für ihn zahlen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das holen wir wieder rein. Muss der Rate wahrscheinlich Platz machen, ne? Wollen wir ihn verleihen? Oder ihn? Er ist aber sowieso zu schlecht wahrscheinlich, ne? Dann eher ihn wahrscheinlich. Gucken wir mal. Erstmal gucken, ob er annimmt. So. Let's go. Attenzione. Meinst du? Oha! Gegentor. Tschüss. Nur 2-1. Uff. Solos mit beiden Buden. Let's go. Silva ist hoch. Let's go. Ja. Hält sich in Grenzen, wa? Maldini unterschreibt neuen Vertrag. Das ist sehr, sehr nice. Waren wir dabei? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollten wir zum Jugendturnier eingeladen werden? So, wir nehmen hier die Premium raus, ne? Er wird für die Amateurmannschaft verpflichtet, kriegt 500.000, Abfahrt. Wir nehmen die beste Vorbereitung. 4 Spiele, 4 Siege, 10 neue. Kamara, der beste Spieler, natürlich wieder. Isaac, der beste Torschütze. Let's go. Tauchen wir hier irgendwo auf? Höchster Marktwert Vinicius Junior. Wir sind nicht die Jüngsten, was mich was wundert. Da sind wir meistens recht schnell, ne? Sieht in Österreich aus. Wo hat der höchste Marktwert? Karim Adeyemi. Das ist der beste tatsächlich. In Deutschland ist es Haaland. Na klar ist es Haaland. So, nach der Ding werden wir Sechster. Reicht uns eigentlich nicht, ne? Das reicht uns nicht. Reichstadt 66 ist not bad. It's not bad. So, ich befürchte, der Jugendspieler wird nochmal kontern. Elustondo fühlt sich total unterbezahlt. Oh no. Aber wollte nicht verlängern, oder?